Weder Kraftwerke noch Sonnenkollektoren oder Windräder sind notwendig, um elektrischen Strom zu bekommen. Es gibt Orte, da steht Strom ungenutzt bereit, so etwa in den Abwasserbecken von Klärwerken. Stromerzeuger sind in diesem Fall Bakterien, die sich im Abwasser tummeln. Was fehlt, ist lediglich die optimale Vorrichtung, um den Strom auszuleiten. Im Kern brauche ich einfach zwei Kohlenstoffelektroden. Ich habe jetzt hier mal welche mitgebracht. Das ist eine dicke Graphitplatte, das ist eine dünne Graphitplatte. Und wenn ich diese beiden Kohlenstoffelektroden ins Abwasser tauche, dann stellt sich automatisch eine Spannungsdifferenz ein. Weil an der einen Elektrode siedeln sich bestimmte Bakterien an, die die organischen Bestandteile des Abwassers umsetzen. Mit der Elektrode sammle ich von den Bakterien Elektronen ein und kann diese Elektronen dann über einen Stromkreis zur zweiten Elektrode überführen. Damit ist der Stromkreis geschlossen und ich kann elektrische Energie aus Abwasser erzeugen. In den Glaskolben im Labor funktioniert die Stromgewinnung aus Abwasser bereits. Um möglichst viel Strom ausleiten zu können, werden an der Universität Freiburg Spezialelektroden entwickelt. Zurzeit wird ein Elektrodenmaterial aus Nanofasern erprobt, die 100 Mal dünner sind als menschliche Haare. Wir haben hier eine Kanüle, das ist diese Spitze, die man da vorne sieht. Durch die wird eine kleine Menge Polymerlösung herausgegeben. Und dann haben wir zwischen dieser Kanüle, die ist aus Metall, und der rotierenden Walze eine Hochspannung eingestellt. Und durch diese Spannung wird dann diese Polymerlösung bewegt in Richtung der Walze. Und dabei bildet sich ein ganz dünner Faden und es bildet sich dann über die Zeit hinweg so ein Nanofasergespinst aus Kunststoff. Das können wir dann ablösen, unter Luftabschluss bei ungefähr 1000 Grad erhitzen. Dann wird das Polymer in Kohlenstoff umgewandelt und dann haben wir eine elektrisch leitfähige Elektrode, die wir so direkt in der mikrobiellen Brennstoffzelle einsetzen können. Nicht nur aus Abwasser lässt sich mit den richtigen Elektroden Strom gewinnen. Mit Zucker als Brennstoff kann man sogar Blut als Stromlieferant direkt im Körper einsetzen. Ja, für diese Experimente haben wir Pferdeserum verwendet. Das ist also im Prinzip der Hauptbestandteil des Blutes eines Pferdes ohne die roten Blutkörperchen. Und wir haben jetzt ein neues Material entwickelt. Das funktioniert in dieser Pferdeserumslösung. Das reicht zum Beispiel schon für einen implantierbaren Herzschrittmacher. Der benötigt 10 Mikrowatt an elektrischer Dauerleistung. Und wir denken, dass wir mit einer implantierbaren Glukosebrennstoffzelle ungefähr von dieser Größe diese 10 Mikrowatt im Körper erzeugen können. Mit Bakterien Strom zu erzeugen, ist nur ein Schritt. Wenn dies zuverlässig funktioniert, eröffnen sich weitere Nutzungsmöglichkeiten. Die aktuellen Forschungsprojekte, die gehen in die Richtung jenseits der elektrischen Energie. Das heißt, wir verwenden die Technologie von Biobrennstoffzellen nicht, um Strom zu erzeugen, sondern wir verwenden Biobrennstoffzellen, um aus zum Beispiel Kohlenstoffdioxid und elektrischem Strom Wertstoffe zu erzeugen. Ein Beispiel kann Methan sein. Man kann sich aber auch vorstellen, dass man Bakterien füttert mit elektrischer Energie und diese Bakterien dann aus CO2 zum Beispiel Bioplastik herstellen, so wie wir das in einem aktuellen Projekt versuchen.